dickes Auto. So, kleine Planänderung. Wir gehen jetzt zu Ascania, was auch immer das ist. Kann man, glaube ich, Scania-LKWs kaufen. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Bis gleich. Eigentlich könnte man mitnehmen. Kubis in einem Raketensortiment. Center Shop. Ah, da rotieren auch jetzt schon Leute. Da rotieren Leute? Ich glaube, hier ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Na, hier rotiert schon ordentlich. Hier wird schon Umsatz gemacht. Okay. Wir wollen uns verarschen, Alter. So, liebe Zuschauer, das ist jetzt die 10 Uhr Marke, die wir jetzt erreicht haben und so viel liegt schon im Kofferraum. Ich komme kaum noch an meinen Rucksack dran. Jawoll! Ja, und darunter liegt ja auch noch Feuerwerk. So, und jetzt machen wir weiter bei Lied. So, mal sehen, was der Lidl für uns hat. Wir haben ja schon gut ausgegeben. Ich müsste jetzt so bei 70 Euro schon sein. Pandoras Box mit Anzünden. Voll gut. Ja, ich weiß. Sortiment hier. Zwei Stück. Ich finde das hier gerade ziemlich geil. So, das war jetzt der Einkauf bei Lidl. Insgesamt 5 Alligator haben wir zusammen. 2x Leuchtspektakel, 6x Kubis. Eine Laserbatterie haben wir noch. Jo, und das war's erstmal, ne? Wir sind fast am Ende unserer Einkaufstour angelangt. Und das hat sich der Kollege gekauft, ein Raketenset, Kugelraketen. Dann haben wir das Family's Best von Rewe. Das sind übrigens Diamond-Raketen. Dreimal die 3 kubischen Kanonenschläge von Lidl. Einmal Leuchtspektakel für 3,99 vom Lidl. Dann haben wir einmal römische Lichter. Insgesamt 10 Stück. 5 Stück. 10. 5 Schachteln. Nein. Insgesamt 10. 3 Stück. Dann hätten wir hier gleich noch Alligator. Dann einmal das Carbon-Set von Netto. Da waren wir ganz am Anfang. Für 2,99, sehr günstig, auf eine Empfehlung. Alligator natürlich dreimal, muss sein einfach. Poison hätten wir dann zweimal. Dreimal. Pardon, dreimal. Was war's? China Belade, ein Schinken, 80 Stück von Center Shop von Diamond. So, das. Und einmal Gerolsteiner, können wir auch sehr empfehlen einfach. Müsst ihr euch mal kaufen. So, das ist jetzt mal Sortiment Nummer 1. Machen wir weiter mit Sortiment Nummer 2. Das wäre meine Wenigkeit. Hier haben wir einmal das Jackpot, fangen wir mal oben an. Jackpot vom Aldi. Dann haben wir einmal die Knallkette. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche das war. 1000 Schuss, 500. Ja, vom Center Shop. 4x Poison, auch natürlich von Aldi. 2x Krawumpset, kostet ja nur 2,99. Ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Einmal das Hip-Hop-Set, einfach weil es keine Knallteufel enthält.
3x3 Kanonenschläge. Einmal Leuchtspektakel von Lidl. So, dann zweimal die kleine Five-Batterie für 99 Cent. Vom Center Shop. Einmal die Laser. Zweimal Alligator. Dann eine Hell on Wheels. Und dann noch ein Diamond D-Schinken. Ein Fujiyama-Vulkan. So, dann einmal dieses schöne Raketensortiment hier. Genannt Family's Best, hatte ja der Kollege auch. So, zweimal Carbon. Und einmal die schöne Panda-Batterie. Genannt Firefox. Die sieht schon mal ganz gut aus, ist auch richtig schwer. Hat auch nur 10 € gekostet. So, das heißt fürs Erste. Und ja, da kommt bestimmt noch was danach. Ja, schön. So. Einmal ein paar Cheesing Cracker aus Holland. In zweifacher Ausführung. Fangen wir an. Mit dem Grünen zuerst. Schon richtig geil. Machen wir weiter mit dem Schwarzen. Fail-Zünder. Nimm den anderen. Ah, ich hab den. Hey. Beide richtig, richtig gut. Noch den grünen hinterher. Mach noch einen grünen. Und wir genießen den schönen Ausblick und es regnet tatsächlich nicht mehr. Heute für euch im Video die Panda Saturn Missiles, erhältlich für 99 Cent beim Center Shop. Wollen wir mal direkt beginnen. Sehr schöner Crackling-Aufstieg und richtig laut. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für 99 Cent. Super. Läuft bei ihm. Auch hier mal ganz kurz ein Test. Sehr gut gewickelt, wie im letzten Jahr. So, wir haben jetzt noch mal eine längere Fahrt auf uns genommen, um zu Jawohl zu gehen. Mal schauen, was die so haben. So, bei Jawohl konnten wir noch Thunder Kong Power Pack, was ja sehr, sehr selten ist in Deutschland, konnten wir noch ergattern für 6,99 € jeweils. Habe ich dann zweimal mitgenommen und wir haben beide noch jeweils ein Ladycracker Paket mitgenommen. Bis auf ein Ladycracker Paket ist es jetzt alles von mir. Und ja, sieht auch ganz gut aus. Sortiment ist vollständig. Wir schauen jetzt noch in ein paar andere Läden, aber nur zum Spaß. Und ja, damit endet dieses Video. Lasst mir doch einen Kommentar da oder gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns. Ciao.